Hey YouTube, willkommen bei Serwot. Im Moment hat man so den Eindruck, dass irgendwie die ganze Technikwelt auf den Kopf gestellt wird. Ich erinnere da zum Beispiel dran, dass Google Motorola Mobility die Handysparte von Motorola aufgekauft hat für eine Unsumme, um eigene Handys zu produzieren. Und dass dann vor kurzem auch HP angekündigt hat, sich aus dem Tablet-Markt zurückzuziehen und sie quasi WebOS eingestellt haben. Heute Nacht, also in den USA gestern, ist dann die nächste große Nachricht in der Technikwelt rausgekommen. Steve Jobs tritt als CEO von Apple zurück. Es kommt nicht ganz überraschend, das war ja schon abzusehen, denn Steve Jobs hat ja schon des Längeren mit Krebs zu kämpfen, und wenn man sich den Brief, sein Letter of Resignation anschaut, dann hört sich das auch alles danach an, dass es gesundheitlich nicht mehr so läuft, auch wenn er es nicht explizit ausspricht. Ich lese euch den Brief jetzt einmal vor, das heißt, ich übersetze ihn euch ein bisschen ins Deutsche, so gut ich das jetzt hinkriege, und ja, dann werde ich noch euch fragen, was ihr von der Zukunft von Apple haltet. Also, fangen wir erstmal mit dem Brief an, ich habe den mal hier drauf. An den Apple-Aufsichtsrat und an die Apple-Gemeinschaft. Ich habe immer gesagt, wenn der Tag einmal kommen sollte, dass ich meine Aufgaben oder auch die an mich erstellten Erwartungen nicht mehr erfüllen kann als Apple-CEO, ich es euch als erstes wissen lassen werde. Unglücklicherweise ist dieser Tag jetzt gekommen. Hiermit trete ich als CEO von Apple zurück. Ich würde gerne noch weiter als Teil des Aufsichtsrats, als Direktor und als Apple-Mitarbeiter der Firma dienen, falls der Aufsichtsrat das zulässt. Was meine Nachfolge angeht, ich empfehle wärmstens oder stärkstens, dass wir den Plan ausführen, der vorgesehen ist, nämlich, dass Tim Cook als neuer CEO von Apple eingesetzt wird. Tim Cook ist der COO gewesen, also der Chief Operating Officer, und ja, der ist quasi die rechte Hand von Steve Jobs jetzt die ganze Zeit gewesen. Ich glaube, dass Apples hellste und innovativste Tage noch bevorstehen, und ich freue mich darauf, diese in einer neuen Rolle zu sehen und daran teilzuhaben, beziehungsweise das auch noch zu fördern. Ich habe einige meiner besten Freunde während meines Lebens bei Apple kennengelernt, und ich danke euch allen für viele Jahre, mit denen ich zusammen mit euch arbeiten konnte. Steve. Das ist also so ungefähr eine grobe Übersetzung seines Briefes gewesen. Ihr habt ihn ja eingeblendet gesehen in Englisch. Und was haltet ihr davon? Es hört sich meiner Meinung nach an, und das ist, glaube ich, auch die Meinung jedes Menschen, der das hier liest, dass es sich um gesundheitliche Probleme handelt bei Steve Jobs. Der hatte ja jetzt schon die ganze Zeit immer mit Krebs zu kämpfen, ist schon mal wieder seitdem zurückgekommen. Und ja, er soll sich jetzt erstmal um seine Krankheit wieder kümmern. Wie geht es jetzt mit Apple weiter? Erstmal werden natürlich jetzt die Börsen runtergehen, die Aktien runtergehen, denn diese Firma lebt einfach mit Steve Jobs. Man hat das gesehen, sie war wirklich relativ runtergewirtschaftet, als er dann wieder reinkam, und er hat sie jetzt vor kurzem erst wertvollsten Firma der Welt gemacht, mit den iMacs, mit iPods, mit dem iPhone und jetzt nicht zuletzt mit dem iPad hat er diese Firma wieder hochgewirtschaftet. Aber natürlich war er das nicht alleine. Tim Cook und auch noch viele andere haben dann natürlich starken Anteil auch dran, dass dieser Firma es jetzt so gut geht. Und die werden das auch sich nicht nehmen lassen, diese Firma weiterzuführen. Also auch wenn jetzt die Aktienkurse runtergehen, braucht man eigentlich nicht befürchten, dass jetzt Apple sofort pleite geht. Das rechne ich mit den Barreserven, die sie im Moment noch haben. Außerdem darf man auch nicht vergessen, dass solche Firmen ja auch nicht immer bis zum nächsten Produkt planen, sondern bis zum übernächsten irgendwo. Das heißt, das iPhone 7 ist wahrscheinlich schon in Planung, vielleicht sogar schon das iPhone 8. Und da haben sie sich bestimmt auch schon was einfallen lassen. Was Steve Jobs im Prinzip immer getan hat, ist, er hat quasi gesagt,
ja, dieses Produkt ist gut genug, das können wir auf den Markt bringen, das Produkt wird nicht laufen und diese Entscheidung hat er getroffen. Er hat aber nichts damit zu tun groß, welche Geräte jetzt entwickelt werden, sondern er hat nur gesagt, die werden verkauft, die werden nicht verkauft. Er hat es gut gemacht und dadurch kommt er auch als Visionär in die Annalen von Apple ein. Aber er ist jetzt nicht derjenige gewesen, der hat gesagt, das muss es irgendwann geben, das muss es irgendwann geben, so sieht die Zukunft aus, sondern das waren seine Leute im Hintergrund, das waren die Entwickler bei Apple, die das gemacht haben. Er hat nur entschieden, ja, das wird gemacht, nein, das wird nicht gemacht. Und jemanden der zu finden, der das gut entscheiden kann, der die richtigen Produkte erkennt, was der Markt fordert, das ist jetzt die Aufgabe von Apple. Und mit Tim Cook haben sie da jemanden, der schon viel Erfahrung hat, auch bei anderen Firmen schon, und der jetzt auch lange mit Steve Jobs zusammengearbeitet hat. Von da aus denke ich, dass der das auch gut hinkriegen wird und wir uns da keine Sorgen machen müssen, dass es demnächst keine ordentlichen Produkte mehr von Apple gibt. Trotzdem ist das natürlich ein herber Schlag für Apple, keine Frage, zumal er ja auch, wie ihr alle wisst, Mitbegründer ist. Und man kann eigentlich nur sagen, man wünscht ihm alles Gute, dass er seine Krankheit in den Griff kriegt. Und hoffentlich sehen wir ihn nochmal bei der einen oder anderen Keynote. Aber der Firma wird es ohne ihn vermutlich nicht viel schlechter gehen. Was ist eure Meinung zur Zukunft von Apple? Würde mich interessieren. Hinterlasst einfach Kommentare und dann sehen wir uns demnächst wieder. Macht's gut, bis denne und tschüss.